Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir sind hier wieder bei Crossroads. Ich habe einiges verkauft an Zeugs, was wir in der letzten Episode gesammelt haben. Das Verblüffende ist, dass ich die Fische, die ich gesammelt habe, diese Deviant-Fische, die gingen direkt weg im Auktionshaus. Also ich habe jetzt 10,5 Gold. Also gut, 3, 4 Gold gemacht damit. Das nächste Ziel. Das nächste Ziel, das ist, hatte ich ja in der letzten Episode schon gesagt, die Klingenmähnen. Die holen wir uns und dann gibt es hier hinten, glaube ich, auch noch Vorratskisten, genau. Die holen wir uns auch. Wir rennen mal dahin. Und vielleicht sehe ich ja auf dem Weg dahin noch ein paar Zephas. Und wir brauchen auch die Raptoren, beziehungsweise deren Köpfe. Aber ich sehe jetzt hier gerade keinen. Das sind Tiger, die brauche ich nicht. So, diese Vögel hier brauche ich auch nicht mehr. Na gut. Dann kümmern wir uns mal um jene hier, die Klingenmähnen. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ja, kam er angerannt. Mittendrin hat er sich gedacht, ach, wir drehen mal wieder um. Das wird nichts. Da fiel er schon um. So. Der kam noch weniger weit. Ja, und die Gegner sind gefühlt und wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich um einiges leichter als die Zentauren, die wir in der letzten Episode getötet hatten. Ich hätte halt nur gern auch ein paar Gegner hier irgendwo. Da ist einer. Ah, hier laufen ein paar mehr rum. Zack, da fällt der um. Du bist der Nächste. Und da kommt gleich drei angerannt. So. Sammeln wir mal alles ein. In dem brauche ich noch zwei. Ich brauche mehr Mana. Das ist richtig. Okay. Dann gibt es erstmal nichts mehr, was ich töten könnte, beziehungsweise was ich benötige. Hier ist irgendein Erz. Kupfer. Und da sehe ich noch mehr Kupfer. Und einen Hexenmeister, der alles getötet hat. Ja, wo ist es denn? Hier ist es. Ja, das Brachland ist bedeutend belebter als das Taurengebiet Mulgo.
hier geblieben. Gut, dann brauche ich noch einen Jäger. Den da brauche ich nicht, den da auch nicht. Da ist ein Jäger. Ich bin außer Reichweite. Gut, dann hätten wir das auch. Und jetzt brauche ich noch Wassersucher. Das sind keine. Die gibt es da hinten. Okay, dann gehe ich erstmal zu diesen Vorratskisten. Und ich befürchte, ich habe gar keine andere Wahl, als gegen diese Geomanten hier zu kämpfen. So, kann ich die einfach einsammeln? Hm, sieht gut aus. Oh, seltener Elite. Den will ich haben. Der heilt sich die ganze Zeit. Das ist aber gemein. Hör auf, dich zu heilen. Da fällt er um. Und es gab einen Umhang. Was haben wir hier? Kupfer. Okay, das ignorieren wir mal. So, weiter geht's. Ich brauche die Wassersucher, genau. Mein ursprünglicher Plan war eigentlich nach Ratchet zu laufen, also hier entlang. Das kann ich jetzt wohl knicken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach, hier einfach mal zurück muss. Du bist kein Wassersucher. Das ist auch keiner. Ja, und der Krieger, der rennt hier immer noch rum und tötet alles, was er sieht. Hier ist einer. Und da ist noch einer. Den lassen wir mal, den brauche ich nicht. Das ist auch der falsche. Hier ist noch einer. Hier links ist direkt der nächste aufgetaucht. So. Wir brauchen noch zwei Wassersucher. Hier sind keine. Da sehe ich auch nichts. Nö. Da ist einer. Nicht verstecken. Ich habe kein Ziel. So, einer noch.
Dann kann ich eigentlich nur hier zurücklaufen. Und hoffen, dass hier einer aufploppt. Da ist eine Kiste. Die nehme ich immer nicht weg. Dann wir in der Zeit den da hinten um. Warum nicht? Ein Jäger. Die beiden haben da alle Hände voll zu tun. Das ist ein Wassersucher. Das ist zu weit entfernt. Damit hätten wir das abgeschlossen. Yep. Dann gehen wir mal zurück. Da muss ich hin. Wo geht's denn hier rein? Ah ja. Gehen wir hier rein. So, damit haben wir beides abgeschlossen. Das Ende der Unterbrechung. Tötet 8 Geomanten. Und noch ein bisschen mehr, das heißt, wir müssen wieder dahin. Ich verkaufe erstmal kräftig. Blutsplitter brauche ich auch nicht. Das nicht. Und das kommt da hin. Genau. Für die Horde. Oh, ich habe Würgetank verkauft. Sehr schön. Halbes Gold mehr. Okay, nächstes Ziel, die Geomanten und die Verteidiger. Dann greift mich der Tiger an, ich weiß es nicht. Oh, hier ist noch einer. Die beiden kämpfen immer noch. Da ist etwas. Kupfer. So. Jetzt aber. Das sind Geomanten. Und irgendwo da hinten ist auch der Boss, den ich brauche. Ich sehe ihn nicht. Widerstanden? Na so etwas. Glaub's ja nicht. Irgendwo hier ist doch Kupfer. Siehst du auf der Karte.
Hier ist es. Ich habe mich eben getäuscht. Der Boss ist auf der anderen Seite. So, dich nehme ich noch mit. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Oh. Wo ist er denn? Da läuft er doch. Ich muss näher ran. Das heißt, wir schießen uns mal den Weg frei zu dem Boss da. Jetzt Attacke. Einer weniger. Und er hat ein Rezept dabei. Ein Mutigkeitstrank. Benötigte Alchemie. Habe ich nicht. Na gut. Das war gemein. Nicht von hinten. Gar nicht. Das ist zu weit entfernt. Ich muss jetzt mal zusehen, dass ich langsam wieder an Mana komme. Ich trinke einfach mal. So. Ich finde das immer wieder lustig, wie sie kurz vor mir Halt machen und dann umdrehen und sich denken, ah, nö, ich dreh doch mal um, ich will hier gar nicht sein. Den brauche ich ja gar nicht. Den brauche ich auch nicht. Nur jenen da. Aber die Kiste hätte ich schon gern. Und da oben das Kupfer sowieso. Na, den werde ich mal abschießen müssen. Ups, das spawnt einen noch. Natürlich. Lass mir doch mal meine Kiste. Ich glaub's ja nicht. Jetzt aber. So, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch einen Verteidiger. Da ist einer. Und noch 4 Geomanten. Tja, dann werde ich nochmal hier rüber gehen müssen. Da vorne ist noch einer. Er kommt sogar schon auf mich zu. Perfekt. Ich bin außer Reichweite.
Da hinten wäre noch einer. Habe ich einen, an den ich besser rankomme? Nein. Na gut. Ich glaube, ich habe nicht zu wenig Mana. Jetzt schon mal umgefallen. Da geht das doch. So. Eigentlich wollte ich den liegen lassen und gar nicht hier hinter gehen, aber da hier irgendwo Kupfer ist, gehen wir doch mal hier hin. Wo ist es denn? Da. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er mich angreift. Na gut, umso besser. So. Dann gehen wir mal hier durch in Richtung Ratchet. Soll ich hier oben lang gehen oder lieber unten? Na, wir bleiben mal hier oben. Hier soll es Rapturen geben. Das ist Kano, das ist eine Hyäne. Ja, wo sind sie denn? Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass die Raptoren von Hyänen gefressen wurden. Ah, hier ist nichts. Da ist einer. Level 18 sogar. Na nun. Der hatte einen Kopf dabei. Wer hätte es gedacht? Ah, Zebras brauche ich ja auch. Stimmt. Huch. Der ist aber aggressiv. Hat der gar nichts getan? Dann habe ich jetzt gar keine andere Wahl, als erstmal zu trinken. Wo will er denn hin? Oh! Level 21, Elite. Eieiei. Dachte ich mir eben, ja, das ist aber ein nettes Zebra. Kommt direkt zu mir, hau ich um. Nee. Das hätte ich auf keinen Fall geschafft. Das ist zu weit entfernt. Da ist er schon wieder. Ich muss näher ran. Und hoppelt davon. Ich muss ja ein bisschen links und rechts aufpassen, weil ja so ziemlich jedes Tier feindlich ist, außer diese Zebras.
Okay, 7 Köpfe habe ich schon. Da ist noch ein Zebra und da ist Kupfer. Irgendwo hier links müsste dann Ratchet sein. Hier an diesen ganzen Löwen vorbeischleichen. Das Zebra nehmen wir noch mit. Und ich habe jetzt schon 4 Zebras getötet und keins davon hatte Hufe dabei. Feindlich, feindlich, alles feindlich. Ah, machen wir einen großen Bogen. Und, ach nein, hier vorne ist Richard. Da ist es. Ja, perfekt. Ich schaue mal hier runter. Gnome. Die sehen aber lustig aus. Na gut. Dann hat jener da oben eine Aufgabe für mich. Hallo, ihr da, auf der Durchreise? Tötet 12 Briganten der Südmeerfreibeuter und 6 Kanoniere. Mach ich. Er hat noch was. Hey, wie geht's euch so? Lang. Bleibt sauber. Zeit ist Geld. Was liegt an? Sprecht mit Sis Physik bei der Sherwin-Klippe. Bleibt gut drauf. Es kann sein, dass ich die wieder abbreche, wenn ich nicht genügend Platz für neue Aufgaben habe. So, hier ist die Bank, da will ich nicht hin. Gesucht. Nehmen wir mit. Raptorhörner. Was liegt an? Nehmen wir auch mit. Bleibt gut drauf. Zeit ist Die Geld. Eier nehmen wir noch nicht mit, Es ist schön, denn dass ich helfen konnte. das ist ein anderes Gebiet. Wir reden mal mit Zeit jenem ist hier. Geld. Müssen ein bisschen verkaufen. Das weg, das weg. Die Banane weg. Edelsteine weg. Das wird verkauft. Und dann kann ich schnell noch das Kupfer verhütten. So, dann stellen wir mal noch schnell 8 solche Dingerchen hierher. Einfach um den Platz optimal zu nutzen. In den Taschen. Okay. Schönen Tag auch. Will ich denn hin? Hier war dann nichts mehr, oder? Ja, auf den Docks. Ich habe da oben irgendetwas vergessen. Das lädt immer noch auf. Hört? Los? Nein. Nein? Bleib gut drauf. Das ist ein Anzeigefehler. Sieht ganz so aus. Da ist jemand. Was liegt an?
Wie schafft euch den Katzenaugensmaragd? Schöne Sache auch. Hm, okay. Zeit ist Geld. Bleibt sauber. Jo. Bleibt gut. Gut. Ja. Hier ist noch ein Questgeber. Den habe ich auch gesucht eigentlich. Ärger auf den Docks. Interessant. Den 99 Jahre alten Portwein. Das mache ich nicht, denn das ist ein Dungeon. Beziehungsweise der Eingang zum Dungeon. Und das sind lauter Elite-Gegner. Bringt 5 Savannenlöwenhauer, 5 Ebenschreiter, Nieren und ein Donnerechsenhorn. Mach ich. Ups, gegen die Wand geblinzelt. Ja, dann hat jener hier noch was für mich. Ich soll 10 Medaillen einsammeln. Und mir fehlt da noch etwas. Goblinbürger. Erzähler der Sommergeschichten. Achso, das ist dieses Event. Ja, das ist die Anzeige wieder defekt. Gut. Ach, buh. Wird immer mehr. Was ich hier zu tun habe. Habe ich jetzt alles? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder hoch zu Crossroads. Und auf dem Weg dahin hauen wir noch ein paar Zebras um. So, ich wollte ja... Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht wirken. Noch schnell das Kupfer wegschicken. Noch dieses Rezept. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Keine Tierchen, kein gar nichts. Aber hier waren doch diese Löwen, genau. Und ich brauche eure Hauer. Der hatte keinen. Der hat einen Hauer, okay. Eine Tatze. Na super. Ich muss ein bisschen aufpassen, da ist eine Hyäne hinter mir. Ich muss näher ran. So, da habe ich gleich keinen Mana mehr. Ändern wir das mal. Ich bin außer Reichweite. Da gehen mir jetzt auch ganz, ganz langsam die Löwen aus. Oh, da drüben sind noch 2. Oh.
Der kommt mit Anhang. Sich noch einer. Das ist zu weit entfernt. So, und das war's erstmal mit Löwen. Aber die sind jetzt ausgestorben. Dann kümmern wir uns weiter um die Raptoren. Dämliche Hyäne. Habt ihr nichts getan? Habt ihr sogar was zu essen da gelassen? Tja, das hast du jetzt davon. Da ist noch ein Raptor. Und da sind dann wieder Zebras. Ich bin außer Reichweite. Bleib mal hier, nicht wegrennen. Mal schnell wieder trinken. So, Zebrahufe. 4 Stück brauche ich. Wir haben hier 4 Zebras. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Aha. Aha. Und das war nichts. Der hatte auch nichts. Das Kuriose ist, ich zähle ja 4 Hufe bei dem Tierchen. Ich meine, ich sehe die Hufe. Und dann liegt es hier so vor mir und mein Charakter denkt sich, oh, nö, na, einen nehme ich jetzt mal mit. Klar. Ach, ich brauche ja deine Nieren. Näher ran. Das sah aber nicht aus wie eine Niere. Das ist der Darm des Tieres. Okay, die Hufen sind fertig. Immerhin. Dann versuche ich jetzt mal noch schnell an die 2 Raptorenköpfe ranzukommen. Und dann geht's direkt zu Crossroads. Und
Deine Nieren nehme ich mit. Möglicherweise hat er auch welche. Oh, ich hätte gern einen Raptor. Ein Level 1 Orkschamane. Interessant. Hier sind keine Raptoren. Das wird er jetzt nicht an dem einen Raptor scheitern. Ne, hier sind tatsächlich keine. Dann muss ich wohl oder übel nochmal zurück. Oh, hier drüben soll es Raptoren geben. Da ist einer. Sehr gut. Jetzt aber. Auf zu Crossroads. Das ist die Dame, die die Zebrahufe wollte. Was braucht ihr? Ich brauch... ja, nichts. Aber du brauchst Zebrahufe. So, 7 Streuner klauen. Dann sind sie ran, Streuner. Okay. Das Ende der Unterbrechungen. Genau, das war der Scheffe, den ich umlegen sollte von diesen kleinen Eberschen da. Da gab es ein Level Up. Die Raptorenköpfe. Bringt das gestohlene Silber zu Gasrock. Mhm. So. Damit hätten wir es. Dann nächste Aufgabe. Ja, ich glaube, ich werde dann als nächstes wieder Löwen und diese Schreiter töten. Genau. Ich brauche ja diese Hauer von den Tierchen. Und ja, ich gehe wahrscheinlich dann einfach mal hier hoch und kümmere mich auch um die Harpchen. Aber ich gehe hier entlang. Na, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Harpien werden es. Ja. Das Ganze aber erst in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.